Bevor wir die ersten Inhalte in unsere Webseite einpflegen können, müssen wir Seiten anlegen und diese in einem Menü verknüpfen. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Wir starten unsere Webseite mit einer überschaubaren Anzahl von Inhalten. Wir benötigen eine Startseite, eine Über mich-Seite, ein Kontaktformular und einen Blog. Aus rechtlichen Gründen brauchen wir außerdem ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Und diese Seiten legen wir jetzt gemeinsam an. Okay, wir starten wieder im Dashboard von unserem WordPress und bevor wir die Seiten anlegen, möchte ich mal ganz kurz auf die Unterschiede zwischen Beiträgen und Seiten eingehen. Weil mit beiden kann man Inhalte veröffentlichen und die Frage ist, wo ist denn da jetzt der Unterschied halt? Beiträge sind im Grunde die Artikel, die nachher chronologisch sortiert werden, entweder in Kategorien oder auch als Tags, also unter den Stichwörtern, die dort eingetragen wurden. Also da schreibt ihr nachher eure Blogposts letztendlich rein, die ihr regelmäßig veröffentlicht. Und Seiten dagegen werden nicht aggregiert, also die werden nicht in Kategorien einsortiert oder in Schlagwörter und enthalten statische Inhalte, die sich also so gesehen nicht verändern auf eurer Seite. Also Beispiele dafür wären zum Beispiel Impressum, Datenschutz, also die Seiten, die wir jetzt auch gleich anlegen, ja, eine Über-mich-Seite. Also die fest auf eurer Seite irgendwo verankert sind und nicht die regelmäßig sich ändernden Artikel, die ihr nachher in Kategorien einsortiert und die eure Inhalte ausmachen. So, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, sonst fragt nochmal nach, dann versuche ich es nochmal irgendwie anders zu erklären. Wir legen jetzt erstmal los und zwar klicken wir auf Seiten, alle Seiten und da haben wir noch unsere Beispielseite, die wir, ich glaube, die haben wir auch schon ein, zwei Mal gesehen, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher in den ersten Videos dieser Serie. Die brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr, die wird standardmäßig von WordPress angelegt und die schmeißen wir jetzt einfach in den Papierkorb. So, wir klicken hier auf Erstellen. Und was wir anlegen wollen, ist ein Impressum. Ich erstelle jetzt hier noch keine Inhalte dazu. Das machen wir in den folgenden Videos. Dann erkläre ich auch, wie hier der Divi Page Builder funktioniert, wie man damit Inhalte erstellt. Einzig, was wir noch machen wollen, ist hier schon mal auf die volle Weite stellen, damit wir nicht am Rand hier so eine Sidebar nachher haben. Und hier oben sieht man auch schon ganz schön, wie nachher die URL aussieht. Das ergibt sich aus dem Titel der Seite, erstellt WordPress automatisch dann die URL. Wenn man die jetzt aus irgendwelchen Gründen ändern will, keine Ahnung, man hat sich zum Beispiel aus Versehen am Anfang verschrieben, dann würde jetzt hier auch Impressum stehen, dann kann man, also wenn man das dann ändert, ändert sich dies nicht mehr automatisch. Und dann kann man hier auf Bearbeiten klicken und die URL dann einmal manuell ändern. Und was wir auch noch machen wollen, ist, wir wollen unser Impressum nicht in den Suchmaschinen oder von Suchmaschinen indiziert haben. Und deswegen klicken wir hier auf dieses kleine Zahnrad von unserem Yoast SEO Plugin, was wir ja im vierten Teil, glaube ich, installiert haben. Ich verlinke hier oben nochmal das Video. Und hier sagen wir No Index. Und das bedeutet, dass die Suchmaschine diese Seite nicht ausliest oder zumindest nicht auswertet und Ergebnisse davon publiziert. Zumindest die Suchmaschinen, die sich daran halten. Setzen aber trotzdem den Follow-Tag, also wenn irgendwie interne Links drauf sind, dann geht die Suchmaschine durch, indiziert nicht, aber folgt trotzdem der internen Verlinkung auf dieser Seite. So, das war es im Grunde auch schon. Wie gesagt, Inhalte machen wir beim nächsten Mal. Wir klicken auf Veröffentlichen. So, dann erstellen wir eine weitere Seite, nämlich den Datenschutz. Wir gehen wieder auf volle Breite. Auch den Datenschutz
wollen wir nicht in der Suchmaschine haben und sagen auch hier No Index Follow und klicken auf Veröffentlichen. So, wir erstellen eine weitere Seite, das ist unsere Startseite. Auch die soll die volle Weite haben. Hier trage ich jetzt mal kurz ASDF ein, damit ich gleich zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Und die wollen wir natürlich schon in der Suchmaschine drin haben. Und deswegen ändern wir jetzt hier nichts und lassen einfach den Standard, also hier braucht ihr normal nichts ändern. Nur wirklich bei Seiten, die nicht gelistet werden sollen, da müsst ihr Sachen ändern. Also hier alles so lassen und auch auf Veröffentlichen. Dann erstellen wir eine Über mich-Seite. Die soll in die Suchmaschine, also lassen wir die drin. Und als letztes, nee, gar nicht, wir brauchen auch noch Kontakt, den Blognehmer mit rein. Soll auch indiziert werden. Und wir brauchen noch ein Kontakt. Kontakt besteht wieder aus Kontaktdaten und einem Formular. Das brauchen wir nicht unbedingt in der Suchmaschine. So, es geht weiter mit der Einstellung der Startseite. Deswegen habe ich da gerade auch ASDF kurz eingetragen. Und zwar sagen wir jetzt, diese Sache hatten wir ja noch nicht eingestellt, weil wir noch keine Startseite hatten, dass wir eine statische Seite benutzen möchten. Und da wählen wir aus unsere Startseite, die wir gerade angelegt haben. Änderung übernehmen. So, und wenn ich jetzt mal kurz auf die Startseite gehe, dann sehen wir, hier ist unsere ASDF-Seite. Die Inhalte müssen wir natürlich dann beim nächsten Mal noch ergänzen. Eine weitere Sache, die wir jetzt noch machen können, die wir bislang nicht machen konnten, ist ein Menü anlegen. Und zwar nennen wir dieses Menü einfach Hauptmenü, sagen Menü erstellen. Und dieses Hauptmenü wollen wir hier oben rechts nachher im Header anzeigen. Und jetzt können wir uns halt überlegen, welche Sachen wollen wir oben im Header haben. Ich sag mal Kontakt, Blog über mich. Startseite kann man sich überlegen, ob man den Link extra setzt oder ob man sich darauf verlässt, dass alle Leute wissen, dass man über das Logo auch wieder auf die Startseite kommt. Ich nehme es mal mit rein, weil wir eh relativ wenig Menüpunkte haben erstmal und da stört es halt nicht. Datenschutz und Impressum wollen wir nicht oben ganz präsent im Menü haben, sondern packen die mit unten in den Footer. Und dann sagen wir hier zum Menü hinzufügen. Und jetzt kann man hier noch die Reihenfolge ändern. Ich möchte also zuerst die Startseite haben. Hier kann ich zum Beispiel auch noch ändern, dass da steht Start. Oder manche mögen vielleicht lieber Home. Ich lasse mal Start. So, dann möchte ich als nächstes die Über mich-Seite haben, dann den Blog und dann die Kontaktseite. So, und dieses Menü wollen wir als Hauptmenü speichern. So, jetzt gucken wir mal. Das war das alte. Hat man gerade noch kurz gesehen. Ich war fast schnell mit dem Refreshen. Und schon sehe ich hier das Menü, was wir angelegt haben. So, hier habe ich schon die beiden Links gesetzt, weil ich wusste, dass die unter slash Impressum und slash Datenschutz gelistet sind. Aber ich zeige dir noch kurz, wie ich das gemacht habe. Und zwar waren wir ja hier unter Divi und dann in den Design-Modifikationen.
Und da gibt es Widgets und wir sind im Fußbereich 3, ne? 1, 2, 3. Und da ist jetzt HTML drin. Also das ist ein relativ einfaches HTML. Ihr könnt das hier so abschreiben. Ich rate euch aber so die einfachsten Tags auch mal zu lernen. Das ist eine Sache von einer halben Stunde, dann habt ihr die raus. Also ein A ist immer ein Link. href gibt dann an, wohin er verlinken soll. Und der Teil hier zwischen den Klammern, das ist das, was angezeigt wird. Also wirklich simpel. BR ist ein Zeilenumbruch. Und ansonsten haben wir hier an HTML ja auch schon nichts drin. Und damit könnt ihr also diese ganze Struktur hier nachbauen. So, im Grunde war es das auch schon für heute. Wir haben Seiten angelegt und wir haben diese Seiten in einem Menü hier oben verlinkt und wir haben die rechtlichen Seiten hier unten im Fuß verlinkt. Und damit ist unsere Seitenstruktur soweit fertig und unsere Menüs auch. So, wieder einen großen Schritt weitergekommen auf dem Weg zu unserer ersten eigenen Seite, unserem ersten eigenen Blog. Im nächsten Video stelle ich dir den Divi Page Builder vor und zeige dir, wie man damit Inhalte strukturieren kann. Für heute machen wir erstmal Schluss. Ich hoffe, du konntest etwas dazulernen. Wenn dem so ist, lass gerne einen Daumen da. Und falls noch nicht passiert, abonniere jetzt den Kanal, wenn du mehr darüber erfahren willst, wie dein Blog erfolgreich wird. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage Tschüss und ciao, ciao.